Tja, heute ein etwas bewölkter Tag, der auch ziemlich windig ist, aber immerhin 19 Grad. Da habe ich mich entschlossen, mal meine zu viele Funde etwas abzutrainieren mit einem längeren Spaziergang-Wanderung mit Emma. Und wir sind von zu Hause wieder direkt zu Fuß und sind jetzt hier in den Bergen. Tja, was bei uns ein Gipfelkreuz ist, ist hier so ein Pin auf der höchsten Stelle des Hügels. So, San Juan. Hier die Villa Los Place. Ich auch gleich noch mal hin. Und hier eine wirkliche Ruine. Ich weiß nicht, wie alt diese Gebäude hier waren, wann die errichtet wurden, aber das ist auf einem solchen Hügel ohne jegliche Zufahrt nur im Grunde ein Fußweg erreichbar. Ich weiß gar nicht, welchen Sinn dieses Gebäude erfüllte, mal als es in Betrieb war. So, diese Villa da unten an den Lost Place ist ein Schwarzbau, der nach langem Hin und Her doch geräumt werden musste und aufgegeben werden musste. Tja, hier sind also die gesetzlichen Vorgaben teilweise, wenn man negativ auffällt, gnadenlos. Eigentlich ein wunderschönes Gebäude. Aber natürlich von einem ausländischen Investor hier erstellt. Ich habe da schon eine Geschichte gehört, aber die möchte ich jetzt ungeprüft nicht weitergeben. Also ich versuche hier rüber zu kraxeln, weil es hier einen Eingang gibt zu einem, tja, was ist das gewesen? Ich vermute ein Keller. Hier ist, da ist der Eingang. Und hier geht es ziemlich weit steil runter, also ich habe Höhenangst. Das ist nichts für mich, diese Kraxelei hier. Eine wirklich total gute Möglichkeit, hier so ein Fotoshooting zu machen in solchen Lost Places. Das scheint von der Einteilung her sowas wie ein Stall gewesen zu sein. Tja, Stallungen, sowas in der Art. Ich glaube aber, der kürzeste Weg ist hier runter und da kommt man, glaube ich, da ist der Zaun offen, direkt auf das Gelände. Ich guck mal. So, zuerst mal Aufnahmestopp. Hier ist wieder so steil, hier muss ich mich konzentrieren. Bis gleich dann. Irgendwie ein Steinbruch gewesen oder eine Mine, für was auch immer man sagt, hier wäre mal früher mal Silber geschürft worden, aber ich weiß nicht. Ich gehe auch nicht näher an das Loch, da wird mir auch wieder anders. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Das ist ein unendlich tiefes Loch, überhaupt nicht abgesichert. Wenn da einer reinfällt, dann Prost Mahlzeit. So, dass ich aus dieser Richtung zum Lost Place komme, hätte ich auch nicht gedacht.
Da unten ist auch etwas Rundes gebaut worden, wo ich noch nicht weiß, wofür das da gut ist oder gewesen ist oder gedacht war. Das Ding da. Das ist ja auch, wenn man im Tal von da hinten kommend, da gibt es auch die Möglichkeit, da war ich schon mal, dann sieht man zuerst mal dieses runde Gebäude, ausgeschlagene Fenster, alles offen, ich weiß nicht, was das war. So, und dann ist man hier direkt am Haus. Und wie man sieht, hier gibt es also auf jeden Fall ein Trafo und eine Hochspannungsleitung, die zumindest schon mal das Haus versorgt hat und vielleicht noch etwas mehr, weiß ich nicht. Ich gucke mir das jetzt mal an. Hier kann man sich noch mit sehr schönen Natursteinfliesen versorgen. Wunderbar. Das wird ja wohl keiner mehr abholen. Und die Paletten haben es hinter sich. Tja. Hier sieht man anhand der Sicherungen, dass dieser Stromanschluss nicht mehr in Betrieb ist. Zumindest der untere Teil nicht, der Umverteilung hier wahrscheinlich aufs Gelände. Tja. Aber brummen tut das Ding trotzdem, aber Strom also ist irgendwie drauf. Hier hat man an alles gedacht, sogar eine schöne Garage. Schade, alles verkommt. Eingeschmissene Scheiben. Nur der Bewuchs ist wunderbar. Ach, die Schwimmbadtechnik. Na bitteschön, die ist sogar noch drin. Und draußen, wie man sieht. Tja, sehr schade. Jetzt werde ich gleich da hochkraxeln und mir das Ganze mal genauer anschauen, wenn ich schon mal hier bin. Das Wetter ist zwar nicht so schön für diese Aufnahmen, aber dafür habe ich schön den Tag genutzt. Es war auch liebevoll bepflanzt und der Garten sehr schön angelegt. Kann man nicht anders sagen. Das muss sehr wehtun, wenn man so etwas liebevoll Gemachtes aufgeben muss. Hier war wohl Wasser gespeichert worden. Ich weiß nicht, ob für die Bewässerung der Anlage oder auch als Trinkwasser. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Wasser ist hier Mangelware. Vielleicht war das auch, weil das alles mit Netzen abgedeckt war, vielleicht war das auch ein Zuchtteich für irgendetwas. Keine Ahnung. So, dann schauen wir uns ein bisschen im Gebäude um. Vor allem, was mich sehr interessiert, ist der Ausblick von dieser wunderschönen Terrasse da oben im ersten Stock. Ja, hier hat man nicht gespart. Kinderplanschbecken, Schwimmbecken. Und die runde Form hat einen sehr großen Vorteil. Man kann nämlich immer schön im Kreis schwimmen bei diesem Durchmesser. Unendlich. Also ein richtiges Workout im Wasser machen. Sehr clever.
Also auf dem Boden feinste Marmor. Das ist wirklich. Ich muss aufpassen, dass die Emma nicht auf die Glassplitter tritt. Komm, Emma. Komm mal hier. Da ist ja Eingang irgendwo in den Keller, keine Ahnung. Da gehe ich jetzt nicht hin, ich habe keine Fernlicht dabei. Auch hier alles im wunderschönen Marmor. Es waren mal wirklich gute, dichte Fenster. Hier von Agilas am Horizont das Mittelmeer entlang schauen bis nach San Jose. Und es windet hier ein bisschen. Das kann auch ein bisschen mehr als ein bisschen sein. Nun ist es so. Dafür hat man eine sagenhafte Aussicht. Dann schwenke ich gleich in die andere Richtung. In die Berge. So, und hier geht die Aussicht weiter in die Berge. Da unten geht es dann von hier runter in die Einfahrt. Da werde ich auch ganz normal auf dem kürzesten Weg wieder zur Straße gehen. Beziehungsweise zu diesem ausgewaschenen Feldweg, Feldbergweg, der hier als einzige Zufahrt zum Haus ist. Ich filme jetzt mit Absicht auf den Boden. Also dieser Naturstein ist so akkurat verlegt, hier gibt es nicht die kleinste Fuge. Das kriegen die meisten Handwerker in Deutschland nicht so akkurat hin. Also hier hat einer wirklich in das Beste investiert. Allerdings an der falschen Stelle. So ist das schon mal im Leben. Noch eine Etage höher, das will ich mir auch mal angucken. Also das Haus ist nicht einsturzgefährdet oder sowas. Also mir passiert hier schon nichts. Aha, hier geht es nochmal. Wow, das muss wohl ein, keine Ahnung, ein Whirlpool gewesen sein oder sowas. Da hinten die Badewanne. Tja, alles wieder im feinsten Marmor. Kinder wohlgefühlt. Allerdings, hier muss ja im Sommer unerträglich heiß sein unterm Dach. Und, aber da scheint ja die Klimaanlage gewesen zu sein. So, und hier natürlich auch ein Kinderzimmer. So, ich glaube, damit kann ich hier meine Besichtigungstour beenden. Alles andere wäre eine Wiederholung. Ich gehe jetzt zügig hier die Treppe runter und raus aus dem Gebäude. Es wird alles sehr, sehr hochwertig hier. Hier wieder ein Marmor, aber allerdings eine in etwas anderen Farbe. Wahnsinn, kann man nur sagen, wirklich. Und hier hat man sich sogar den Gedanken gemacht und diesen Raum in ganz dunklen Marmor gemacht. Und hier noch ein Badezimmer. Ich bin jetzt im Erdgeschoss und das scheinen die Hauptwohnräume zu sein oder gewesen zu sein. Küche.
Hier sieht man die Küche. Sehr bedauerlich. Elektrik, alles entfernt. Jetzt sehe ich das erst. Mit der Naturfliese sollte das ganze Haus noch verklinkert werden. Hier hat man angefangen und dann wahrscheinlich nicht weitermachen dürfen und das Ganze aufgegeben. So, bis zum nächsten Mal. So, das ist die offizielle Auffahrt. Da gehe ich auch jetzt runter. Das Tor ist zwar mittlerweile mit einer Kette zugeschlossen, aber die Gitter sind teilweise rausgetrennt, so kann man da also sehr gut durchkriechen. Tja, und hier wohl noch eine Garage oder ein Bedienstetenhaus oder so etwas in der Art. Na bitteschön. Werkstatt früher war. Viele Regale. Relativ hohe Einfahrt. Ich glaube, das könnte auch ein sehr guter Überwinterungsplatz für ein Wohnmobil sein, wenn man auf das Gelände kommt. Da fällt man nicht auf. So, und hier ist das im Stein gegraben, die Reste von einem Cave-Haus sozusagen. Sehr interessant. Also, ich vermute, es ist sehr stark ein Haus für die Angestellten. Ach, ein Schwalbennest da oben. Wie süß. Die durften sich mal kurz abkühlen. Na bitteschön. Auch nicht schlecht. So, und insgesamt sehr geschmackvoll auch. Ich finde das so traurig, dass man hier nichts mehr draus machen darf. Schöne Grillstelle. Alles da. So, das ist das, was ich meinte. Hier zwar alles verschlossen. Und hier gehen wir jetzt gleich durch. Dann tschüss, Lost Place, und bis zum nächsten Mal. Das ist die einzige Zufahrt, die wollte ich euch mal ganz schnell zeigen. Also eher für was für Geländewagen als für S-Klasse Mercedes. So, Emma will jetzt nach Hause. Tschüss dann.